Ich habe einen kleinen Lackschaden in meinem Auto und eine Werkstatt finde ich viel zu teuer. Deswegen habe ich mich auf die Suche gemacht nach einer günstigen Alternative, die es mir ermöglichen soll, den Lackschaden irgendwie selber zu beheben. Dabei bin ich auf Colin Drive gestoßen. Es war ganz einfach, ich brauchte bloß meinen Farbcode von meinem Auto angeben. Und nach 3 Tagen Versandzeit ist dann solch ein Karton gekommen. Ich möchte euch gerne mal zeigen, was alles in diesem Karton drin ist. Und zwar haben wir hier zum einen 2 Gläschen des passenden Lacks für mein Auto. Dann haben wir eine Flasche Correct and Clear. Wir haben eine Paste zum Polieren der Stelle und einmal Wachs zum Versiegeln der Stelle. Hinter diesen Produkten haben wir dann zum einen die Gebrauchsanleitung mit 4 verschiedenen Abbildungen, die es einem relativ einfach machen, die Sache zu verstehen und selber gut anzuwenden. Diese ist in 5 verschiedenen Sprachen und sollten die Abbildungen dennoch irgendwie unklar sein, befindet sich hier noch ein Hinweis auf eine Seite mit Hilfe eines QR-Codes, auf der ihr Anwendungsvideos finden könnt, um die Sache vielleicht besser zu verstehen. Genau. Und ganz unten am Boden von dem Paket haben wir dann noch das passende Zubehör in Form eines Lappens zum Reinigen der Stelle, zum Bearbeiten der Stelle, einen mittelharten Schwamm zum Polieren der Lackstelle, einen mittelharten Schwamm, ein Mikrofasertuch und in diesem Mikrofasertuch befinden sich neben Gummihandschuhen auch noch 4 Stäbchen mit Pinseln, um den Lack gut auftragen zu können. Ich werde es jetzt an meinem Finger ausprobieren und euch dann das Ergebnis zeigen.